بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdicken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind recht geleitet. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Säulen der gesellschaftlichen Sicherheit. Die gesellschaftliche Sicherheit ist eine wichtige Gunst, mit der der Allmächtige Allah seine Diener gesegnet hat. Wie Allah der Allmächtige im Koran sagt, für die Vereinigung der Quraysh, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers. Sie sollen dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Zitat Ende. Auch haben wir ihnen denn nicht eine feste Stellung in einem sicheren, geschützten Bezirk verliehen, zu dem die Früchte jeder Art zusammengetragen werden als Versorgung von uns aus. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Zitat Ende. Im dritten Koranvers steht, sehen Sie denn nicht, dass wir einen sicheren, geschützten Bezirk gemacht haben. Während die Menschen in ihrer Umgebung fortgerissen werden, wollen sie denn an das Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen. Zitat Ende. Der Gesandte Allahs, Muhammad, Allahs Segen und die Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, wer auch immer von euch morgens seelisch und körperlich gesund aufwacht und dessen Lebensunterhalt für diesen Tag gesichert ist, ist so, als wenn er im Besitz der ganzen Welt wäre. Zitat Ende. Zweifellos ist Sicherheit ein Gemeinschaftswerk aller Menschen des Landes, da keiner von ihnen unabhängig von der Sicherheit der Gesellschaft Sicherheit für sich selbst und für seine Familie schaffen kann. Die Menschen in ihren Gesellschaften und Ländern sind wie Passagiere auf einem Schiff, die ohne einander nicht überleben können. Stellvertretend für diese Bedeutung sagte der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, das Beispiel der Person, die sich an Allahs Befehl und Beschränkungen hält, im Vergleich zu denen, die sie verletzten, ist wie das Beispiel der Personen, die ihre Blitze in einem Boot auslusten. Einige von ihnen bekamen Sitzblitze im oberen Teil, andere im unteren. Als letztere Wasser brauchten, müssten sie hinaufgehen, um Wasser zu holen, und das beunruhigte die anderen. Also sagten sie, lasst uns ein Loch in unserem Anteil am Schiff machen und so Wasser holen, um diejenigen, die über uns stehen, nicht beunruhigen. Wenn also die Leute im oberen Teil die anderen verließen, würden sie tun, was sie vorgeschlagen hatten. Alle Leute des Schiffs würden zerstört. Aber wenn sie sie daran hinderten, wären beide Parteien in Sicherheit. Daher hat die gesellschaftliche Sicherheit Säulen und Aspekte. Darunter erstens Stärkung des Glaubens, der die Gesellschaft beruhigt und sie vor Extremismus und intellektuellen Abweichungen schützt, wie der Allmächtige Allah im Koran sagt, es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Zitat Ende. Es ist der Glaube an Gott, der innere Sicherheit für die Mitglieder der Gesellschaft schafft, was sich auf die Sicherheit der gesamten Gesellschaft auswirkt. Zweitens, wirtschaftlicher Aspekt, der auf Arbeit, Produktion und Perfektion der Arbeit basiert. Daher fordert unsere Religion uns auf, richtig zu arbeiten und unsere Arbeit zu vervollkommnen, wie der Allmächtige Allah im Koran sagt. Und sagt Werk, Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter und die Gläubigen. Zitat Ende. Im zweiten Koranvers steht, und tu Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat, und trachte nicht nach Unheil auf der Erde, denn Allah liebt nicht die Unheilstifter. Zitat Ende. Auch unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, mahnte uns in diesem Sinne, als er sagte, Allah, der Erhabene, liebt es, wenn ihr das, was ihr tut, auch gut und ordentlich tut. Zitat Ende. Auf diese Weise wird Sicherheit erreicht und die Gesellschaft wird in Stabilität leben. Drittens,
Festigung der Werte der Solidarität und des Mitgefühls unter den Mitgliedern der Gesellschaft. Unsere Religion hat diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt, indem sie Zakat auferlegt, zu Nächstenliebe aufruft und Spenden fördert. Allah der Allmächtige sagt, das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das 7 Ähren wachsen lässt und in jeder Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Zitat Ende. Im 2. Koranvers: Was immer ihr an Gutem ausgebt, das ist für euch selbst. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und was immer ihr an Gutem ausgibt, wird euch in vollem Maße zukommen. Und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang sagte der Prophet Muhammad, Allah Segen und der Friede auf ihm, wer einem Gläubigen einen weltlichen Kummer nimmt, dem wird Allah einen der Kummer des Tages der Auferstehung von ihm nehmen. Und wer auch immer die Not eines bedürftigen Menschen lindert, Allah wird seine Not in dieser Welt und im Jenseits lindern. Wer auch immer einen Muslim beschützt oder die Misstaten verbirgt, Allah wird ihn in dieser Welt und im Jenseits beschützen. Und Allah wird seinem Diener helfen, solange er seinem Bruder hilft. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad sagte auch in einer weiteren Überlieferung, wer ein zusätzliches Reittier hat, sollte es dem leihen, der keins hat. Und wer zusätzliche Vorräte hat, sollte es dem geben, der keine hat. Zitat Ende. Viertens. Einer der wichtigsten Pfeiler der gesellschaftlichen Sicherheit ist die Festigung des Gleichheitsgrundsatzes. Die Menschen sind einander gleich und die sichere und fortgeschrittene Gesellschaft ist die Gesellschaft, die keine Diskriminierung ihrer Bürger aufgrund von Hautfarbe oder Rasse kennt. Wie der Prophet Muhammad, Allah Segen und der Friede auf ihm, sagte: O ihr Menschen, wisst, dass euer Herr einer ist und auch euer Stammvater einer ist. Der Araber hat keine Überlegenheit gegenüber dem Nicht-Araber. Nicht-Araber hat keine Überlegenheit gegenüber dem Araber. Der Weiße hat keine Überlegenheit über dem Schwarzen. Und der Schwarze hat keine Überlegenheit über dem Weißen. Die Überlegenheit ist nur in Gottes Furcht. Wisst, dass euer Besitz und euer Leben unantastbar sind. Zitat Ende. Das bedeutet, dass die Überlegenheit der Einzelnen in der Gesellschaft nur eine Grundlage hat, und zwar die Grundlage der persönlichen Fähigkeiten und Leistungen und der Bemühungen des Einzelnen zum Wohle der Gesellschaft. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Es besteht keinen Zweifel daran, dass das Erreichen der Umweltsicherheit eine der wichtigsten Säulen der gesellschaftlichen Sicherheit ist, indem die Umwelt entwickelt und vor Schäden und Gefahren geschützt wird, wie der Allmächtige Allah im Koran sagt. Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln gegeben. So bittet ihn um Vergebung, herauf bereut vor ihm. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und die Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, wenn ein Muslim einen Baum pflanzt oder einen Samen sät und von dessen Früchten Menschen, Vögel oder Tiere essen, gilt dies als Sadaqa, also Almosen für ihn. Zitat Ende. Er sagte auch, der Glaube hat über 70 Zweige oder über 60 Zweige, von denen der oberste die Aussage ist, es gibt keinen Gott außer Allah. Und das geringste ist das Entfernen schädlicher Gegenstände von der Straße. Zitat Ende. Wir müssen daher alle Anstrengungen bündeln, um durch die Zusammenarbeit aller staatlichen Institutionen, einschließlich der Armee, der Polizei, der Justiz, der Familie, des Bildungswesens sowie religiöser, kultureller und ziviler Einrichtungen Sicherheit für alle Mitglieder der Gesellschaft zu erreichen und zu erhalten. O Gott, schenke uns und unserem geliebten Ägypten und allen muslimischen Ländern den Segen der Sicherheit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.